Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ihr habt Lust auf Abenteuer? Dann bleibt dran und viel Spaß mit dem nächsten Video. Ja, und gestartet bin ich heute mal bei mir zu Hause. Und ich habe mir jetzt eine Route rausgesucht zu einem schönen Franziskanerkloster Richtung Miltenberg. Das ist bei Unterfranken. Und das sind so 35 Kilometer. Ja, wieder quer durch den Spessart und sind, glaube ich, 570 Höhenmeter. Also das ist eine richtige Knallerstrecke wieder. Auch wenn es nur 35 Kilometer sind, das hört sich für den einen oder anderen vielleicht wenig an. Aber wie gesagt, der Spessart, der hat es teilweise in sich. Da geht es bergauf, bergab. Und ich habe meinen Rucksack auch mal wieder gewogen. Ich komme irgendwie nie unter 10 Kilo. Also der wiegt auch wieder 12 Kilo heute. Und ja, das wird anstrengend. Ja, diese Tour heute mache ich auch aus dem Grund, weil ich meine neuen Laufschuhe ausprobieren möchte. Die möchte ich mal testen. Die möchte ich heute einlaufen. Und ich denke, 35 Kilometer ist da genau das Richtige. Und ich bin mal gespannt, wie sich die Schuhe da heute schlagen werden. Also ich bin hier voll außer Atem. Weil hier geht es schon wieder übelst bergauf. Und ja, wie gesagt, Schuh testen heute. Und ich habe auch ein Ersatzpaar mitgenommen, falls die neuen Schuhe da irgendwie Probleme machen. Und der Schweiß, der tropft einfach nur so von der Stirn. Das sollen heute auch wieder so bis zu 30 Grad geben. Und momentan bin ich noch im Wald. Hier ist alles verdichtet von den Bäumen. Und hier ist es noch angenehm kühl. Aber ich habe gesehen auf der Strecke, da sind einige Abschnitte, wo ich dann auch aus dem Wald raus muss. Über Flachland gegen Mittag. Und da ist dann natürlich richtig brütende Hitze. Und da freue ich mich richtig drauf. Ja. Es ist so geil. Hier ist auch wieder so ein Abschnitt, so ein Bereich, wo so viele Brombeeren schon wachsen und ich denke, ich werde heute auf der Tour noch öfters mal so einen Strauch erwischen, wo schon was wächst und da zupfe ich mir immer welche ab und es ist gute Nahrung für unterwegs. Ja, schmeckt richtig lecker. Es ist gerade richtig schön, hier durch diesen Waldabschnitt zu laufen. Hier ist richtige Ruhe. Stille und ja, ich liebe sowas. Das bringt mich so ein bisschen von dem Stresslevel runter, das man die ganze Woche über hat, wenn man arbeiten ist und noch andere Sachen. Und es ist gerade richtig angenehm, es ist kühl. Es hat so einen erfrischenden Effekt gerade. Und ja, ihr müsst raus, Leute. Ihr müsst raus in die Natur, ihr müsst raus in den Wald. Beschäftigt euch damit. Schnappt euch einen Rucksack. Packt euch ein bisschen Proviant ein, ein bisschen Wasser und macht vielleicht am Anfang auch erstmal kleine Touren,
um euch da vielleicht heranzutasten für die, die nicht so naturverbunden sind, aber das vielleicht irgendwann vorhaben. Und es dauert eine gewisse Zeit, bis man sich da so, ja, so ein bisschen eingebracht hat in die Natur und in die Wälder, dass man da irgendwo so im Einklang, so einen Einklang damit findet. Aber so nach der zweiten, dritten Tour, wenn man da mal gelaufen ist, dann ist das wie ein Selbstläufer und hat man richtig viel Spaß dabei und man lernt viel. Kauft man sich noch ein schönes Pflanzenbuch und beschäftigt sich noch ein bisschen mit Wildkräuter und mit Beeren und den Bäumen. Da kann man sich ein richtig gutes Wissen aneignen. Das hier sieht richtig schön aus. Da habe ich da vorne schon eins gesehen, das ist so ein Spinnennetz. So ein Spinnennest mit Morgentau noch. Ich weiß nicht, ob man das richtig gut erkennen kann. Und ich muss wirklich sagen, ich bin richtig gut drauf gerade. Ich hatte nämlich vorhin, also heute Morgen, als ich aufgestanden bin, noch überlegt, machst du es jetzt doch oder nicht, weil wegen der Hitze heute und wegen dem schweren Rucksack, ob ich es dann wirklich machen soll und noch dabei neue Schuhe einlaufen. Aber ich fühle mich gerade richtig gut und trotz dieser, für die Verhältnisse weite Strecke und trotzdem schweren Rucksack fühle ich mich gut und ich bin da richtig gut gelaunt und deswegen glaube ich, dass es eine richtig geile Tour und ein richtig toller Tag wird. Und heute, da habe ich auch zum ersten Mal meine Trinkblase dabei. Die Trinkblase ist von dem Hersteller Surge. Und da passen 2 Liter rein und ich habe nämlich normalerweise immer Trinkflaschen dabei und ich probiere es heute mal damit und habe schon gemerkt, dass mir die Trinkblase natürlich im Rucksack, wo man alles verstaut, ein bisschen Platz wegnimmt. Das ist ganz logisch, aber ich teste das heute und mal gucken, ob die was taugt. Also in diesem Sinne, Prost, ich habe nämlich mega duscht. Und hier, wie ihr seht, da ist die erste Quelle auf der ganzen Route. Die Quelle heißt Finsterbrunn. Woher der Name jetzt stammt, weiß ich nicht. Vielleicht, weil hier das Gebiet der Wald sehr dicht bewachsen ist. Da kommt an einigen Stellen kaum Licht durch. Vielleicht deshalb Finsterbrunn. Und ja, auf jeden Fall müsste ich jetzt meine Wasservorräte auffüllen. Dann würde ich jetzt hier von der Quelle mein Wasser abzapfen. Ich habe nämlich ein Wasserfilter dabei. Aber momentan ist es einfach nicht notwendig. Vielleicht bei der nächsten Quelle. Mal gucken. Hier vorne, da gibt es einen richtig tollen Aussichtspunkt mit einer Bank und das schauen wir uns jetzt mal an. Und hier in der Nähe von dieser Bank, da habe ich 2 Wildpflanzen entdeckt. Und zwar ist es echtes Johanniskraut und echte Kamille. Und es wächst direkt hier auf dem Acker. Und ich habe mir so einen Beutel mitgenommen.
Und da werde ich jetzt mir ein bisschen was abpflücken, werde mir später da draußen Tee kochen. Auf geht's! Ja, das sind nur wenige hier, die hier wachsen von der Kamille, aber für einen Tee reichen die. Und jetzt noch ein bisschen was von dem Johanniskraut. Da mache ich mir auch so 4-5 Blüten ab. Hier haben wir eine schöne Infotafel und ich bin jetzt hier losgelaufen in Mispelbrunn. Hier runter nach Volgersbrunn, da bin ich jetzt gerade. Das ist hier der Standort und jetzt geht es hier nach unten, geht es weiter nach Eichelsbach. Und das gibt mein nächster Stopp. Hier haben wir eine kleine Pferderanch. Ja, die fühlen sich wohl hier. Na du? Geht's dir gut? Seht ihr das hier? Hier auf dieser Wiese, da wächst überall Wiesenklee. Oder Rotklee nennt man es auch. Und ich werde mir jetzt auch hier etwas abpflücken und mir mitnehmen später für meinen Tee. Ja, hier guckt euch mal die schönen Farben an, ey. So schön pink, violett, lila. Und da pflücken wir uns jetzt ein paar. Hier noch eine. Da nehme ich mir jetzt so, ja, so 4-5 Stück nehme ich mir da jetzt mit. Diese lilafarbenen Blüten, die speichern Nektar und das gibt eine schöne Süße ab für den Tee. Ich finde immer mehr Kräuter hier auf der Strecke. Also ich habe jetzt schon dieses Johanniskraut gesehen und gepflückt. Die Kamille habe ich mir mitgenommen und jetzt habe ich dieses Rotklee auf dieser schönen Blumenwiese entdeckt und habe mir da auch was mitgenommen. Und ich werde mir auf jeden Fall später dann gegen Mittag einen schönen Tee zubereiten und werde alles, was ich jetzt gesammelt habe, schön dem Tee hinzugeben und werde mir einen schönen Tee kochen. Schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Wilde Mirabellen direkt am Wegesrand und da werde ich mir jetzt eine schöne Handvoll mitnehmen. Na, was meint ihr? Kann sich sehen lassen, oder? Hey, lass mir jetzt schön schmecken. Mmh. Richtig saftig und süß. Das ist genau das Richtige, was ich jetzt brauche. Hier auf der rechten Seite eine richtig, richtig schöne Wanderhütte. Echt geil. Und hier kann man, wenn man möchte, auch übernachten oder Schutz suchen bei Regen. Ja, richtig, richtig schön. Zum Thema Proviant. Ich habe heute Morgen jetzt so ein kleines Frühstück mir gemacht mit Zwetschgen und einem Apfel. Also ich bin nicht jemand, der morgens wirklich großartig viel isst, bevor er aufbricht. Das war nur ganz wenig heute Morgen. Ansonsten habe ich dabei zwei Äpfel und ich nehme immer so Früchte und Energy-Riegel mit. Und da habe ich aber auch jetzt nicht übertrieben viel dabei heute.
Früchte und Nussmischung habe ich noch dabei. Und für die 35 Kilometer da, das reicht mir dicke. Zum Trinken habe ich dabei die Trinkblase. 2 Liter, 2,5 passen da rein. Und habe mir noch eine 800 Milliliter Flasche, Trinkflasche voll gemacht. Die habe ich auch noch dabei. Und ich habe gesehen, unterwegs gibt es ungefähr in der Hälfte der Strecke gibt's eine Quelle. Die kenne ich auch selbst, da war ich schon mal gewesen. Und da werde ich mir wahrscheinlich noch ein bisschen was abzapfen und meine Trinkflasche dann auffüllen später. Hier an dem Brombeerstrauch, da gibt es wieder eine richtig schöne Spinne. Schaut mal. Hier auf der rechten Seite, da haben wir wieder so einen tollen Waldteich. Das ist jetzt schon der dritte, den ich hier auf der Tour sehe. Ah ja, das ist der sogenannte Schwansee. Und für all diejenigen, die den Spessart noch nicht kennen, werde ich jetzt mal ein paar Luftaufnahmen einblenden. Schon wieder habe ich was richtig Leckeres entdeckt, und zwar Wildheidelbeeren. Die zeige ich euch jetzt. Schaut euch das mal an, ey. Die wachsen hier überall. Schmeckt so lecker, Leute. Boah. Kein Vergleich zu dem, was man im Supermarkt kriegt. So ein kleines Update zu den Schuhen, die ich heute anhabe. Ich habe ja gesagt, die sind nagelneu. Also ich habe die heute auch das erste Mal an zum Einlaufen. Und ja, am Anfang haben die so ein bisschen gerieben am Knöchel. Und am Fußballen hat es angefangen zu brennen. Aber das ist mittlerweile alles verschwunden. Und also bis jetzt kann ich mich nicht beschweren. Hier, wo ich gerade entlang laufe, ist wieder so ein richtig verwunschener und mystischer Wegabschnitt hier mitten im Wald. Und das gefällt mir immer ganz besonders. Also das Einzige, was du hier hörst, ist ein bisschen Wind und den ein oder anderen Vogel. Und ansonsten ist hier richtige Stille und absolute Ruhe. Jetzt esse ich auch mal so einen Riegel zwischendurch. Das ist jetzt Spirulina und Zitrone. Habe ich im DM gekauft, habe ich immer dabei und schmecken richtig gut. Das sind die Riegel. Schmecken richtig lecker. Und den Müll, den nehmen wir natürlich selbstverständlich wieder mit nach Hause. Das ist eigentlich, sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass man hier seinen Müll, Respekt vor der Natur nicht einfach hier irgendwo im Wald liegen lässt, ja.
Wenn man es mitgebracht hat, kann man es auch wieder nach Hause mitnehmen. Und an sehr vielen Wandernschutzhütten gibt es dann auch Mülleimer. Und da kann man dann auch seinen Müll da entsorgen. Auf keinen Fall im Wald, in der Natur. Das ist verboten. Und soll ich da mal jemanden dabei erwischen, dass er seinen Müll in den Wald schmeißt? Dann kann er sich warm anziehen. Also aufpassen. Zu meinem Selbstschutz, wenn ich unterwegs bin, habe ich immer hier dieses Messer dabei. Das habt ihr vielleicht schon in anderen Videos gesehen. Hier. Also das ist ein Messer, das habe ich wirklich überall dabei. Und da ist noch hier ein Feuerstahl dabei und eine Signalpfeife. Und die Pfeife dient dazu, falls ich doch mal hier irgendwo in Not geraten sollte, dann kann ich hier ein Notsignal abgeben und eventuell hört es vielleicht jemand. Also Leute, immer ein Messer dabei haben. Ich bin jetzt bei Kilometer 12 ungefähr und ja, so in 5 Kilometern, da werde ich mal eine kleine Rast einlegen und werde da vielleicht eine Kleinigkeit essen und mir auf jeden Fall noch einen Tee zubereiten. Und eventuell werde ich mir jetzt vielleicht bei der nächsten Gelegenheit noch ein paar Brennnesselblätter und Brombeerblätter pflücken und die dann noch zusätzlich zu dem Tee dazugeben. Und dann habe ich heute wirklich einen erstklassigen Wildkräutertee. Hier an dieser Stelle hat man auch wieder einen richtig tollen Ausblick. Was für ein Panorama, ey. Hier habe ich einen schönen Brombeerstrauch gefunden und da nehme ich jetzt die jungen Blätter davon. Ich glaube, die haben die meisten Nährstoffe, diese jungen Blätter. Da zupfe ich mir jetzt auch gerade wieder so 4-5 Stück. Werde ich da jetzt mitnehmen. Jawohl, und hier haben wir auch gleich die Brennnesseln. Ich nehme da jetzt keine Handschuhe, weil ja, wenn man aufpasst, verbrennt man sich da nicht gleich. Ja, mittlerweile haben wir es 14 Uhr und die Sonne, die knallt unermüdlich runter. Und jetzt haben wir es auch schon ja, so 28, 29 Grad und wolkenloser Himmel, nur noch Sonne. Ja, und mir läuft die ganze Siffe nur so von der Stirn und in die Hose. Echt brutal, ey. Hier haben wir eine schöne Birnenplantage. Eine richtig große Fläche hier angebaut. Die Hitze von der Sonne hier ist kaum auszuhalten. Ich schmier mich schon die ganze Zeit mit Sonnencreme ein. Ich hoffe nur, dass das was bringt und ich das später dann heute Abend nicht bereue und keine Ahnung, einen Hitzeschlag habe oder sowas oder einen Sonnenstich. Und ja, nach Tagen mal wieder richtig kräftig die Sonne zu spüren, ist schön. Aber gleich von mildem Wetter wieder zu so einem sonnigen Wetter, das ist echt ein krasser Unterschied. So ein Bachlauf nebenbei. Zwischendurch ist auch noch was Schönes. Da möchte ich jetzt am liebsten reinspringen, mich abkühlen. Jetzt hat diese Wander-App Komoot
mich das erste Mal hier falsch gelotst. Ich habe keine Ahnung warum. Die App, die ist gut, aber manchmal spinnt die einfach ein bisschen rum. Und das nervt tierisch gerade. Weil so laufe ich am Ende vielleicht nicht 30, 35 Kilometer, dann laufe ich vielleicht 40, wenn es sein muss. Wenn man sich ständig verläuft, verirrt und den Weg wieder zurücklaufen muss, das ist nicht schön. Wunderschöne Sonnenblumen hier. Schaut euch das mal an, ey. Ja, servus. Hier, wo ich gerade laufe, da steht ein Apfelbaum nach dem anderen. Und hier, ihr seht es ja, mir läuft einfach nur der Schweiß ins Gesicht. Und da ist so ein Apfel genau das Richtige. Passt. Und er ist richtig süß. Hat sehr viel Wasser. Also ich habe voll den Durst, aber ich habe nicht mehr viel Wasser dabei. Ich habe schon einiges jetzt gesoffen davon. Und die nächste Quelle, wo ich auffüllen kann, ist, dauert noch ein bisschen. Deswegen so ein Apfel als Wasserquelle auch ganz gut. Ja, weiter geht's. Ich glaube, so langsam entwickelt sich jetzt die erste Blase an meinem rechten Fuß. Und zwar hinten links an der Ferse. Da merke ich, da fängt es, es drückt und es fängt das Brennen an. Ich glaube, dass ich da später dann eine Blase haben werde. Mal gucken. Ich schaue dann später mal danach, wenn ich eine Pause mache. Aber ansonsten muss ich sagen, weder am Fußzehe noch an der Seite, da drückt nichts, da quietscht nichts. Keine Schmerzen mit diesen Schuhen. Also bis jetzt bin ich echt zufrieden. Diese weiße Blume hier, die habe ich jetzt in der letzten Zeit schon so oft gesehen. Aber ich weiß nicht, was das für eine Blume ist. Mir ist nur aufgefallen, dass die Blume immer bei Brennnesseln wächst. Zuerst dachte ich, das gehört zu Brennnessel dazu. Vielleicht, dass irgendeine Blüte aufgegangen ist, aber das ist unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, vielleicht weiß jemand von euch, was das für eine Blume ist. Würde mich echt mal interessieren. Diese kleine Abkühlung an dem Bach jetzt, die kam wie gerufen. Und ich habe jetzt hier mir mein dieses Fließtuch, das habe ich jetzt nass gemacht und meine Mütze habe ich auch nass gemacht und vorsichtshalber mal aufgesetzt, weil ich denke, dass ich sonst später wirklich einen dicken Sonnenbrand habe. Jetzt laufe ich gerade wieder bei so einem schönen Abschnitt, wo ich wieder etwas Schatten habe. Und das tut gerade gut. Und der nächste Zwischenstopp, das ist ungefähr so eineinhalb Kilometern so eine schöne Feldkapelle. Die steht schön außerhalb und das ist die Wendelinuskapelle. Und das ist ein richtig schönes Bauwerk. So eine kleine altertümliche Kapelle, Kirchenkapelle. Und die gucken wir uns jetzt zusammen an. Ist ja echt toll. 5 Minuten Schatten und 1 Stunde Sonne.
Ich habe schon wieder so einen Bachlauf entdeckt hier auf dem Wanderweg. Und jedes Mal, wenn ich jetzt so einen Bach sehe, da mache ich hier dieses Tuch nass und mein Käppi. Und oh, das ist so eine Abkühlung. Seht ihr das? Oben rechts, seht ihr es? Das ist diese Kapelle. Das ist die Wendelinus-Kapelle. Und das bedeutet, wir sind gleich da. Und das ist jedes Mal das Schönste an so einer Tour, wenn man so kleine Ziele hat. Und das gibt dann einem die nötige Motivation, trotz der Hitze, trotz der Anstrengung, wenn man dann dort angekommen ist, wo man hin möchte. Hier haben wir schon wieder so einen Mirabellenbaum. Und ich habe jetzt heute schon 3 von diesen Bäumen gesehen auf dieser ganzen Strecke. Hier oben, guck. Da hängt einer und da oben hängen welche. Und ich glaube einfach, dass die meisten Leute, die meisten Menschen da vorbeilaufen und das gar nicht sehen und es gar nicht wahrnehmen oder vielleicht auch unsicher sind, ob man das essen kann. Ich werde mir jetzt wieder ein paar abpflücken und schön genießen. So, dann nehmen wir die. Da hinten, die sieht gut aus. Guck mal, schön rot. Hier noch einer. Es könnte sich dabei aber auch um Kirschpflaumen handeln. Also ich bin mir da jetzt wirklich nicht ganz sicher, ob das jetzt Mirabellen sind oder eben diese Kirschpflaumen. Da müsste ich selber mal nachgucken jetzt. Auf jeden Fall schmecken sie süß, sehr saftig, ein bisschen sauer und sehr, sehr schmackhaft. Also wenn ihr unterwegs sowas seht, abpflücken, essen. Hört ihr das? In diesem gelben Blütenfeld hier, da wimmelt es nur so von Bienen. Hört ihr das? Dieses Summen. Na, habe ich euch zu viel versprochen? Ich glaub's nicht. Wunderschöner Platz. Ja, ich habe jetzt noch mal hier eine kleine Pause eingelegt, habe noch mal ordentlich was gesoffen und jetzt habe ich noch 2 Stopps vor mir. Das ist in 3,5 Kilometern ungefähr, so 3 bis 3,5 Kilometern die
die Röllbachquelle, also eine Quelle hier ganz in der Nähe, da fülle ich dann nochmal meine Flaschen auf. Und dann mein eigentliches Ziel, das Kloster Engelberg, dieses Franziskanerkloster. Und das ist dann auch mein Ziel. Und dann wäre ich auch durch für heute. Das sind jetzt ungefähr nochmal 10, ja, so 9 Kilometer und das wird jetzt nochmal richtig anstrengend. Das geht jetzt erst nochmal ein bisschen bergab und dann nochmal etwas steil bergauf. Und ja, würde ich sagen, weiter geht's. Na, wie hat euch die Kapelle gefallen? Ja, ist doch ein richtig schöner Ort. Auf jeden Fall kann man dort richtig gut eine Pause machen. Und da gibt es auch einen Geocache. Das weiß ich, weil ich den vor ein paar Jahren mal gemacht habe dort. Den habe ich dort gelockt. Der ist irgendwo in so einer Mauerspalte drin versteckt. Und ja, jetzt habe ich noch einige Kilometer vor mir. Deswegen muss ich jetzt weniger quatschen und mehr laufen. So an diesem Maisfeld vorbeilaufen, das hat auch was. Das hat so ein bisschen was von Halloween-Flair. Dauert zwar noch ein bisschen, aber trotzdem. Ja, Maisfelder habe ich auch sehr gern. Fasziniert mich irgendwie. Und hier dieses Feld. Seht ihr diese ganzen Sträucher, da wo da stehen? Das ist alles Johannisbeeren. Das ist ein riesig großes Feld, wo nur Johannisbeeren angebaut werden. Und die sind auch schon reif. Also ich denke, ich werde mir da jetzt mal ein paar stibitzen. Schaut mal. Frische Erdbeeren vom Feld, Erdbeeren sage ich, Johannisbeeren vom Feld. Richtig geil. Ich hoffe, ich werde nicht verhaftet jetzt. Boah, voll sauer. Sauer, aber gut. Sauer macht lustig, oder? Boah. Geschmacksexplosion. Foodporn. Hier in diesem Johannisbeerfeld. Da hat sich eine Taube versteckt oder in Schutz, in Sicherheit gebracht. Ich glaube, diese Taube, die hat sich einfach nur einen schönen, schattigen Platz gesucht, um dieser heißen Sonne zu entgehen. Und jetzt habe ich, Idiot, habe sie verscheucht. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Echt. Hört ihr auch dieses Grillenzirpen? Ich finde es voll beruhigend. Vor allem nachts. Und wer sich von euch für das Grillenzirpen interessiert und das vielleicht auch ja, beruhigend und vielleicht eine Möglichkeit ist, besser einschlafen zu können, dann habe ich letztes Jahr ein Grillenzirpen aufgenommen, abends, also nachts. Und das Video, das verlinke ich euch mal unten. Und da könnt ihr euch das speichern oder runterladen und dann könnt ihr mal probieren, ob ihr vielleicht damit einen besseren Schlaf findet. Ah, diese Quelle. Ich bin so froh, wenn ich dort bin. Ich brauche dringend eine Abkühlung und Wasser trinken. Das ist ganz wichtig gerade. Oh. Aber es ist nicht mehr weit, noch 500 Meter und dann bin ich dort. Und dann wird erstmal der Flüssigkeitshaushalt aufgefüllt. So, ich war jetzt nur ganz kurz an dieser Quelle und habe meine Wasservorräte etwas aufgefüllt. Ich wollte das euch ausführlicher zeigen, aber das sind ziemlich viele Familien heute Abend.
also heute Nachmittag, und die grillen da, die machen da Feierpartys. Und ja, ich hätte die da nur gestört. Also habe ich nur ein bisschen Wasser abgefüllt mit dem Wasserfilter. Sorry, dass ich das euch heute nicht zeigen konnte, aber ich werde vielleicht demnächst mal ein kleines, ausführlicheres Video darüber machen mit dem Wasserfilter. Und viele kennen ja auch schon den Sawyer, den Mini. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen Wasser abgefüllt, das hat auch ziemlich lange gedauert. Und jetzt muss ich mich echt beeilen, weil wir haben jetzt schon 6:30 abends. Und ich habe jetzt noch 5 Kilometer zu laufen, bis ich an dem Kloster bin. Und ich bin echt geschafft. Ich bin echt außer Puste. Das war richtig anstrengend bis jetzt schon. Und ja, ich melde mich wieder, wenn ich dort bin. Also, bis dann. Bis gleich, Leute. Ach ja, bevor ich es vergesse, wegen den Schuhen. Die laufen sich sehr gut. Ich habe eine Blase, wie gesagt, am rechten Fuß hinten an der Ferse. Ich hatte gerade eben an der Quelle mal nachgeschaut, hatte einen Schuh draußen und habe mal meine Füße begutachtet. Und das ist wirklich nur die eine Stelle, wo, ja, auch, ich merke das auch beim Laufen jetzt, aber ansonsten sind das wirklich super Schuhe bis jetzt. Und wenn die ordentlich eingelaufen sind, dann denke ich, werde ich die, ja, bei so kürzere Touren, sage ich mal, vielleicht öfter mal anziehen. Auch ein schöner Rastplatz hier. Kann man auch gut Pause machen und sich ausruhen. Schön. Ich würde jetzt so gerne Pause machen an dieser Bank, aber ich kann nicht. Ich muss weiter. Die Erholung und die Pause, die gibt es dann am Ziel. Ich bin fix und alle. Wirklich. Jeder Schritt tut weh jetzt. Gerade in der Oberschenkel und in den Knie merke ich das extrem. Und auch die Füße, die werden schwer. Es wird echt Zeit, dass ich jetzt diesen Tag so gut wie möglich abschließe. Ich habe es ja gleich geschafft. Es ist nicht mehr weit. Ich bin schon ganz nahe. Also es sind nur noch wenige Meter und dann bin ich endlich am Ziel angekommen. Ja, hier geht schon langsam, aber sicher die Sonne unter. Dürfte vielleicht jetzt noch 1-1,5 Stunden da sein und dann ist die Sonne auch weg. Und jetzt gerade durch diesen Waldabschnitt zu laufen hier, ja, die Bäume, die lassen noch kaum Sonnenstrahlen durch und es hat so was von einem Finsterwald. Richtig unheimlich. Die letzten Schritte und wir sind da. Ja, Leute, das war's von mir heute. Meine Tour ist hiermit zu Ende. Es war verdammt anstrengend. Es war richtig krasse Tour und trotz allem war es schön, weil ich habe so viel entdeckt und gefunden heute an dem Tag auf dieser ganzen Strecke. Ich habe Wildkräuter gefunden, Johanniskraut, Kamille, Rotklee, dann habe ich noch Brennnessel und Brombeerblätter gesammelt, dann das ganze Obst und die Beeren, die Johannisbeeren, die Heidelbeeren, dann hatte ich ja noch diese Kirschpflaumen oder Mirabellen, dann hatte ich Äpfel gesammelt. Also im Grunde genommen war ich auf dieser ganzen Route wirklich gut mit Lebensmitteln versorgt,
Das Einzige, was ein bisschen Problem gegeben hat, war das Wasser. Ja, ohne diese Quelle zwischendurch, da hätte es wirklich mau ausgesehen. Ja, und ansonsten hoffe ich natürlich, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und wenn ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bald im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.